Ja, es geht um das Thema Brücken bauen. Ja, oh, I'm built, good. Also, ich habe mal geguckt, was Wikipedia so alles sagt. Eine Brücke ist ein Bauwerk oder Verkehrsweg oder Versorgungseinrichtung über natürliche Hindernisse oder andere Verkehrswege hinwegführt. Grünbrücken dienen Wildtieren, Autobahnen gefahrlos zu überqueren. Ich sag's mal andersrum. Wir haben ein Tal, wir haben einen Bach, wir haben eine tiefe Schlucht und ich muss immer einen riesen Umweg machen, um das Ganze zu überwinden. Und so eine Brücke verkürzt diese ganze Geschichte ungemein. Und oft ist einem das gar nicht so bewusst und es wird einem erst dann bewusst, wenn eine Brücke auf einmal nicht mehr da ist. Und ich glaube, wir erleben das im Moment aktuell in unserer Region. Da geht eine Brücke kaputt und es ist Chaos überall. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, wie so eine Brücke aussehen kann. Da gibt es diese einfachen Hängebrücken, die sieht man überall. Das ist eine Brücke, die ist oben bei Schanze im Schmallenberg auf dem Rothaarsteig. Kann ich empfehlen, da einfach mal herzugehen. Eine tolle Sache. Das ist eine Brücke, die über den Colorado River geht. Da ist eine sehr tiefe Schlucht drunter. Wie die Amis so sind, die bauen gleich zwei Brücken. Warum, weiß ich nicht. Hat mich da an dem Ort nicht erschlossen, aber imposantes Bauwerk. Und ich sag mal, das ist eine Brücke, die kennt eigentlich jeder, die Golden Gate Bridge in San Francisco. Ich denke, eine tolle Sache. Ich will heute Morgen mit euch auch Brücken bauen. Und das Einfache ist, wir machen das einfach erstmal ganz praktisch. Stellt euch vor, wir haben hier einen reißenden Bach, der oben vom Chor runterkommt. Und jetzt, es hat ja geregnet die letzte Zeit und ich komme da einfach nicht drüber, um den Musikern einfach mal zu sagen, wie toll die Musik machen. Ich muss dann immer einen riesen Umweg ums ganze Gebäude machen. Und ich habe mir gedacht, das muss geändert werden und wir bauen eine Brücke. Ich habe das Fundament mal geprüft, da kann man auch wirklich eine Brücke drauf bauen. Und ich hoffe, ihr passt ein bisschen auf, denn das Thema werde ich hinterher noch mal erfassen. Und jetzt ist es so beim Brückenbauen, wenn ich jetzt so eine Brücke bauen würde von einer Seite, dann würde ich irgendwann ins Wasser fallen und nass werden und feststellen, das geht überhaupt nicht von einer Seite. Ne? So. Sondern man muss im Grunde genommen, wie man es hier sieht, die Brücke von beiden Seiten bauen. Und jetzt habe ich mir gesagt, wie mache ich das? Und ich habe einen lieben Bruder einfach mal gefragt, ob er bereit ist, mir heute Morgen zu helfen. Und der weiß noch gar nicht, was so richtig auf ihn zukommt. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Und wir bauen einfach mal eine Brücke. Kai, der war so nett. Der hört ja zu den Musikern am anderen Ufer, die ich nicht so erreichen kann. Und Kai, ich habe hier so ein paar Klötze liegen. Da machen wir jetzt erstmal ein paar Brückenpfeiler. Und zwar, wir schichten die hier so auf, am besten hier. Und zwar flach, weil der soll ja eine Brücke tragen. Wir müssen uns so ein bisschen abstimmen, wo wir das Ganze hinbauen. Und das ist viel Arbeit. So, und dann bauen wir hier noch eine daneben. Das ist laut, das macht Mühe und ist Arbeit. So, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Wollen wir noch ein bisschen ausrichten, nicht, dass wirklich noch einer ins Wasser fällt. So, jetzt habe ich hier, um das zu verkürzen, einfach ziehst du mal. Warte. So. Gut. Ach, fantastisch. So, hier habe ich noch was. Bisschen näher zusammen. Gut. So, wollen wir mal gucken. Oh. Nee, alles gut. Erstmal vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Jetzt komme ich endlich mal hier rüber und denke, wenn das so einfach im Sauerland ging mit Brücken bauen, dann hätten wir keine Verkehrsprobleme. Aber ich denke, das ist doch schon mal eine tolle Sache. Ich habe eine Brücke gebaut über den reißenden Fluss.
Ich hoffe, ihr habt euch die Bauschritte so ein bisschen gemerkt. Ihr habt gemerkt, man muss sich ein bisschen anstrengen. Es kostet ein bisschen Mühe. Aber die Brücke ist fertig geworden. Es gibt aber auch noch andere Brücken. Da Brücke als Symbol. Eselsbrücken kennt doch jeder. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Hat mich vor manchem Rechtschreibfehler verwahrt. Oder gar nicht, wird gar nicht zusammengeschrieben. Man macht eine Eselsbrücke, weil man einfach zu dumm ist, sich gewisse Dinge zu merken. Gibt es auch in der Mathematik einige Beispiele. Und ich denke, ist eine tolle Sache, wenn man diese Sprüche drauf hat. Die lassen sich einfacher erlernen, als wie wenn man im Diktat auf einmal nämlich schreiben muss und ich weiß, Mann, wie war das nochmal? Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. So ist das nun. Früher war ich oft dämlich und dann kam der Spruch. Hat mir geholfen. Super. Es gibt aber auch noch andere Brücken. Brücken können ein Symbol von Trennen und Verbinden sein. Stellt euch vor, wir haben zwei Leute, die haben zwei unterschiedliche Meinungen und so eine Brücke dahin kann ein Kompromiss sein. Wird in der Politik sehr, sehr oft angewandt. Ein Kompromiss zwischen zwei Parteien. Und es gibt auch noch andere Situationen, wo man solche Brücken einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn man einen Flüchtling kennengelernt hat und der spricht noch nicht Deutsch. Da kann so eine Brücke der Google-Übersetzer sein oder die altmodischen Hände und Füße, mit denen man sich dann unterhält, eben um eine Brücke zu diesen Menschen zu schlagen, weil man mit dem in Kontakt reinkommen will. Es gibt viele Arten, solche Brücken zu bauen. Und ich will euch von einem Mann erzählen, der Brückenbauer war. Aber der nicht nur Brückenbauer war, sondern der hinterher selber zur Brücke wurde. Das ist niemand anders wie Jesus Christus. Jesus Christus war Brückenbauer. Er wollte die Brücke von Gott zu den Menschen bauen. Und wir kommen vom Weihnachten her und wir wissen, Jesus ist in ärmlichsten Verhältnissen in Bethlehem geboren. Und kurz darauf musste er schon zum Flüchtling werden. Die Eltern mussten mit ihm ins Ausland fliehen, nach Ägypten. Groß geworden ist er dann in einer Stadt, die auch sehr fragwürdig war. Man sagte, was kommt aus Nazareth Gutes? Er ist in Nazareth aufgewachsen. Aber interessant war schon, mit 10 Jahren war dieser Jesus als Junge im Tempel und hat alle Glaubensführer der damaligen Zeit des Judentums gelehrt. Und die kriegten den Mund nicht mehr zu über das, was der 10-Jährige ihnen erzählt hat. Jesus machte eine Ausbildung im Handwerk. Er war bodenständig, er war Zimmermann. Und irgendwann fing Jesus an zu wirken. Jesus war Brückenbauer. Er erzählte nicht nur den Menschen von seinem Vater im Himmel, sondern er suchte auch immer Wege, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich möchte euch da eine Geschichte lesen, die sich damals so ereignet hat, aus Johannes 8. Jetzt hat es geklappt, aber gut. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Die stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnten, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon.
die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau alleine. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Die Situation war dramatisch. Jesus war im Tempel in Jerusalem und eine große Volksmenge stand um ihn und er lehrte ihn von seinem Vater im Himmel. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Religionsführer der Juden, zerrten eine Frau unter Widerwillen zu ihm hin und stellten sie vor ihm und sagten: Diese Frau haben wir beim Ehebruch erwischt. Nach dem jüdischen Gesetz muss diese Frau jetzt gesteinigt werden. Was ist deine Meinung dazu? Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Denn hätte Jesus gesagt, lass die Frau laufen, hätte er eigentlich gegen jüdisches Gesetz verstoßen und das Gesetz ist von seinem Vater im Himmel gegeben worden. Er wäre mit einem Mal, alles was er sagen, gesagt und getan hatte, wäre auf einmal unglaubwürdig. Auf der anderen Seite hätte er gesagt, steinigt diese Frau, dann hätte er gegen römisches Gesetz verstoßen, was galt, denn man sollte keinen umbringen. Und dann hätten sie einen Anklagepunkt, um Jesus zu verurteilen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren mit Sicherheit sehr zufrieden mit ihrem Trick, den sie hier anwendeten und guckten selbstsicher zur Menge, die dort rumstand. Die Frau war in Todesangst. Tod durch Steinigen, das war das, was sie zu erwarten hatte. Sie wusste, sie war in einer Falle ertappt, denn sie war ja erwischt worden. Wie erwischt man sie? Ja. Und Jesus, was macht Jesus? Jesus kniet sich hin und schreibt mit dem Finger im Sand. Unglaublich. In dieser dramatischen Situation, diese Reaktion von Jesus, da hätte keiner mitgerechnet. Weder die Religionsführer, noch die Frau, noch das Volk. Und die Religionsführer wurden langsam ungeduldig, sagten: Jesus, wie würdest du entscheiden? Sie drängten ihm zu einem Entschluss. Und Jesus stand auf und dachte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das Volk war mit einem Schlag verstummt. Was passiert jetzt? Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, dem fielen auf einmal Situationen ein in ihrem Leben, den Älteren zuerst, wo sie vielleicht nicht so ganz ehrlich waren, wo sie vielleicht Leute übers Ohr gehauen haben, wo sie Leute verurteilt haben, unschuldig. Und ihm fiel auch vielleicht ein, dass sie der Frau eine Falle gestellt hatten, um sie zu überführen und nach Jesus zu bringen. Sie wurden still, wandten sich um und gingen, einer nach dem anderen. Und am Ende ging vielleicht auch das Volk, weil ja alles passiert war. Aber die Frau stand noch da. Sie konnte es nicht glauben, was hier passiert war. Und Jesus ging zu der Frau und sagte: Wo sind die alle geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und sie sagte: Nein, mich hat keiner hier verurteilt. Und Jesus wäre eigentlich der gewesen, der diese Frau hätte verurteilen können. Er wusste genau, was passiert war, was der Hintergrund war. Aber Jesus sagte klar: Ich verurteile dich auch nicht. Hammer. Denn Jesus ging es um was ganz anderes. Jesus ging es darum, eine Brücke zu schlagen zu dem Menschen. Zu dieser Frau hat er eine Brücke geschlagen und diese Brücke besteht einzig und allein aus der Liebe, die Gott zu den Menschen hat und die auch Jesus zu den Menschen hat. Jesus möchte, dass die Menschen umkehren zu Gott. Er möchte sie nicht verurteilen, er möchte sie nicht bestrafen, sondern er möchte ihnen einen Weg, eine Brücke aufzeigen, um zu Gott zu kommen. Und Jesus sagte: Du kannst gehen, aber sündige
nicht mehr. Das ist toll, wirklich toll. Und ich glaube, dass diese Frau Jesus nachgefolgt ist. Dass diese Frau so beeindruckt war, dass sie Jesus nachgefolgt ist. Und wenn wir im Leben Jesu sehen, werden wir viele solche Situationen erleben, wo Jesus zum Brückenbauer wurde. Da waren die Zöllner, Zachäus und Matthäus zum Beispiel. Leute, die den Leuten, die in eine Stadt wollten, Geld abgeknüpft haben. Steuer und natürlich noch ein bisschen mehr für die eigene Tasche. Die waren gehasst, das Volk wusste, die betrügen mich. Aber ich kann nichts dagegen machen, ich will ja in die Stadt rein. Und zu den Leuten geht Jesus zum Essen. Er hat Gemeinschaft mit denen. Jesus verurteilt sie nicht für ihr Tun, sondern die merken selber, was sie getan haben. Die wissen, die Menschen wissen, wo ihre Schuld ist und sie wissen, ich muss meine Schuld mit Gott ins Reine bringen. Das war die Brücke, die Jesus gebaut hat. Jesus ging zu den Samaritern. Das war ein Volksstamm, der von den Juden verachtet wurde. Ausländer, Leute, die keine Juden sind, minderwertiges Volk, so sahen die Juden das. Jesus ging zu denen hin. Jesus suchte Kontakt zu denen, baute eine Brücke auf und sagten ihnen, auch dich hat Gott lieb. Da waren die Behinderten, die Blinden, die betteln mussten, um ihren Lebensunterhalt zu fristen. Auch zu denen baute Jesus eine Brücke. Und denen half er, denen vergab er die Schuld und Sünde. Und es gibt viele, viele Beispiele. Lest das einfach mal nach in den Evangelien, ist eine tolle Sache. Und guckt, wo Jesus zum Brückenbauer wurde. Und dann wurde Jesus unschuldig verurteilt am Kreuz. Und selbst als er am Kreuz noch hing, wurde Jesus zum Brückenbauer. Zum Brückenbauer zu den Schwerverbrechern, die mit ihm gekreuzigt waren. Und dann verstarb Jesus. Und in seinem Tod wurde Jesus selber zur Brücke. Denn Jesus war unschuldig. Jesus war Gottes Sohn. Und Gottes Sohn hat sich aus Liebe zu uns dahingegeben, ist für uns gestorben, damit für uns alle der Weg frei ist. Dass wir ihm unsere Schuld und unsere Fehler, unser Lügen, unser Betrügen bringen können und frei werden davon. Aus Liebe zu den Menschen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist es. Das ist die gute Botschaft. Gott hat die Menschen lieb. Gott hat die Menschen geschaffen und Gott hat die Menschen lieb. Und er gibt seinen einzigen Sohn dahin. Na eben, einmal. Das ist eigentlich eine tolle Botschaft. Das ist die Grundbotschaft und wir dürfen diese Botschaft annehmen. Und ich muss sagen, Jesus dürfen wir nachfolgen und Jesus soll unser Vorbild sein. Und Jesus soll auch unser Vorbild sein und wir sollen Brückenbauer werden für Jesus. Die Liebe Jesu soll uns antreiben, andere Menschen zu Gott zu führen. Wir dürfen Brückenbauer sein. Und so wie Jesus zu den Menschen ging, dürfen auch wir zu den Menschen gehen. Wir müssen einfach mal sehen, die letzten Worte oder den letzten Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hatte, war, geht hin und macht alle Menschen zu Christen. Er hat nicht gesagt, bleibt sitzen und betet für die anderen Menschen, sondern geht hin. Und das heißt Brückenbauer sein. Wie sieht Brückenbauen aus? Und ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit. Wenn wir auf Jesus gucken, werden wir feststellen, dass Jesus die Leute da abgeholt und erreicht hatte, wo sie ihre Probleme haben, wo sie ihre Not hatten, wo sie ihre Schwachpunkte haben.
Und ich glaube, wenn wir uns heute in unserer Zeit mal umsehen, werden wir feststellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Wir leben in einer Zeit voller Egoisten, wo es normal ist, dass wenn einer auf der Straße liegt und verletzt ist, 100 Leute dran vorbeimarschieren, ohne hinzugucken, ohne zu helfen. Hingucken vielleicht noch und eine Handyaufnahme machen, aber keine Hilfe leisten. Das ist die Zeit, in der wir sind. Wie viel mehr wert ist es dann, wenn da auf einmal jemand kommt und sagt, ich helfe dir? Wer kennt nicht vielleicht eine Witwe, wo der Mann verstorben ist und die nicht mehr weiß, wie sie mit ihrer Rente hinkommen soll? Wer kennt nicht jemanden, der arbeitssuchend ist und Hilfe braucht? Wer kennt nicht den Nachbarn, der ein Gartenhaus baut und alleine ist und gerne eine helfende Hand dabei hat? Wer kennt nicht irgendjemanden, wo man einfach mal helfen kann? Ich sage euch aber, es ist ein Unterschied, ob ich da einem Fünfer zustecke oder ob ich selber aktiv werde und ihm wirklich zu helfen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist Brücken bauen. Das bedeutet Überlegung, das bedeutet Arbeit, das bedeutet Zeit investieren, Geld investieren, geduldig sein. Ich will euch da ein Beispiel erzählen, was noch nicht ganz zu Ende ist, obwohl ich selber gespannt bin, wie es weitergeht, was ich aber die letzten Wochen erlebt habe. Ich war auf Facebook und las da irgendeinen Kommentar, der war so sinngemäß, meine Verlobte und ich, meine Verlobte ist schwanger und wir haben kein Bett und keine Matratze und suchen ein Bett und eine Matratze. Und hatte das bei Facebook gelesen, warum weiß ich nicht, aber ich habe es gelesen, habe aber weiter gescrollt. Und wir haben eine liebe Schwester, die hat das auch gelesen in unserer Gemeinde und die hat sich dann hingesetzt und bei eBay Kleinanzeigen in Lüdenscheid ein Bett ausfindig gemacht und zu denen Kontakt aufgenommen. Und die Christa hatte dann die Zusage, ja, wir nehmen das Bett. Sie hatte in Lüdenscheid was, sie hatte nur das Problem, wie kriegen wir das Bett von Lüdenscheid nach Plettenberg? Und da dachte sie natürlich an den Henning. Und ich habe einen VW-Bus und ich kann fahren. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so im Nachhinein gucke, muss ich sagen, dass diese Schwester eigentlich durch Gottes Hilfe und Kraft mich dazu animiert hat, für andere zum Brückenbauer zu werden. Hatte ich gar nicht vor. Muss ich ehrlich sagen, Gott hat mich durch diese Schwester eigentlich so angestupst, mach mal. Und ja, so kam es, ich habe mich dann bereit erklärt, aber das mit dem Bett in Lüdenscheid hatte sich zerschlagen aus verschiedenen Gründen. Und da fiel mir ein, Mensch, wir haben ja noch eine Wohnung aufzulösen und meine Eltern hatten vor ein paar Jahren ein neues Ehebett gekauft, das ist noch top in Ordnung und ich habe denen das angeboten. Bett auseinandergenommen, zu denen hingefahren und ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, was ist das für jemand? Und wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Dauerte gar nicht lange, dann ging bei denen der Kühlschrank kaputt. Christa wieder rief mich an, ich habe einen Kühlschrank in Plettenberg ausfindig gemacht. Also mit meiner Frau hin, Kühlschrank eingeladen, den da hochgebracht. Und ich bin weiter mit denen in Kontakt geblieben. Und ich habe sie eingeladen, bei uns zum Hauskreis mal zu kommen. Und das Interessante ist, sie sagte mir, mit christlichem Glauben und Hauskreis konnte Diana was anfangen. Die war drogenabhängig und war in Siegen und war regelmäßig dort in einen Café gegangen, ein christliches Café oder eine christliche Schneeschube, wo sie Kontakt zu den Leuten hatten. Und sie sind dann auch einen Abend zum Hauskreis gekommen und der Abend war einfach fantastisch. Sie haben sich geöffnet und wir hatten so tolle Gespräche. Und dieser Kontakt, Brückenbau über eBay, über Facebook, ist toll. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Wir schreiben uns noch alle zwei Tage. Ich habe dir noch bei einigen anderen Sachen helfen dürfen. Und es geht so weiter. Und ich sage mal, das ist ein Beispiel, wie man einfach Brücken bauen kann. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Denkt mal drüber nach, welche Menschen gibt es in eurer Umgebung, wo könnt ihr zu Brückenbauern werden?
Aber wie wird man eigentlich zum Brückenbauer? Zuallererst muss ich Brückenbauer, möchte ich selber zum Brückenbauer sein. Ich möchte mir bewusst machen, jawohl, ich möchte anderen helfen. Als erstes braucht man dazu ein festes Fundament. Ihr werdet euch erinnern, ich habe da mal den Boden getestet, ob das für das Fundament auch in Ordnung ist. Und zum Brückenbauen braucht man erstmal eine Basis, ein festes Fundament, damit man nicht einsinkt, nicht umkippt. Und unser Fundament ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Basis alles von dem, was wir machen. Und wenn wir Jesus nicht haben, fällt es uns schon mal sehr schwer, eine Brücke überhaupt zu bauen, weil wir gar nicht die Motivation haben. Jesus schenkt uns seine Liebe und diese Liebe befähigt uns, Kontakt zu Menschen zu nehmen. Zu Menschen, die vielleicht drogenabhängig sind, Menschen, die Flüchtlinge sind, Menschen, die kein Geld haben, Menschen, die unsere Hilfe brauchen, auch ganz praktisch. Wir brauchen eine Strategie. Das hört sich jetzt weitreichend an, aber das Interessante ist, die Strategie, die wir haben, ist im Grunde der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat Christa gesagt, guck mal nach dem Bett und hat mich dann wachgerüttelt, fahr mal. Und so ist das Ganze gekommen. Gott führt uns da. Wir sind nicht alleine. Gott ist bei uns und die Liebe Gottes, die führt uns. Und diese Strategie heißt, dass wir uns auch dann Gedanken machen, wie können wir diesen Menschen helfen. Ich musste mir im Gedanken hier schon machen, wie kann ich diesen Fluss überbrücken? Ich musste mir Material besorgen, ich musste eine Menge machen und wir werden auch feststellen, Material kostet Geld. Das kostet halt auch Geld, wenn man da jemanden mal auch mal eine Tüte Essens mit Lebensmittel vorbeibringen muss, weil die einfach nichts mehr zu essen haben. Aber das ist die Situation in unserer Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen wir eigentlich schon mal eine Tüte Essen, Grundnahrungsmittel besorgt haben, weil sie einfach keine Knete hatten, das zu finanzieren. Und Bargeld, das war sehr unsicher. Vielleicht ging es dann direkt für Drogen oder Sonstiges rauf. Das glaubt ihr gar nicht, wie das ist. Und Gott will uns so gebrauchen und so kommen wir ans andere Ufer. So kommen wir zu den Menschen, die uns auf der anderen Seite entgegenkommen. So ist es, dass wir nicht nur eine einseitige Brücke bauen, sondern die Menschen sehen auf einmal, Mensch, da ist einer, der hilft dir. Da ist einer, der dem bin ich was wert, der wertschätzt mich. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und wir brauchen Motivation. Wir müssen motiviert sein. Wir müssen das auch wirklich wollen. Ich sage euch, die erste Brücke ist immer die schwerste. Aber hinterher läuft das. Hinterher wird man feststellen, dass viele Dinge sich automatisch ergeben. Und man muss den ersten Schritt machen. Geht hinaus in die Welt. Macht den ersten Schritt. Ein Kind, was laufen lernt und was einmal fällt und liegen bleibt, wird nie laufen lernen, sondern das rappelt sich wieder auf und geht weiter. Man wird auch Niederschläge erleben, aber die Sachen können einen demoralisieren, aber auf der anderen Seite vielleicht auch stark machen. Auch dazu möchte ich Mut machen. Ausdauer, Geduld und Einsatzfreude. Es ist ein Brückenbauen, kann ein Weg sein, der sich über Monate, über Jahre hinzieht. Das ist so. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, macht das. Ihr erlebt Dinge, die, das glaubt ihr nicht. Wir erleben Dinge mit unserem Gott, die sind groß. Und letztendlich sind wir als Gemeinde ja dazu da, anderen Menschen Gottes Wort weiterzusagen. Und dieses Helfen ist eine Brücke, um andere Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Und frag dich mal, wie sieht es aus? Mit welchen Menschen hast du zu tun? Wo sind vielleicht Menschen, denen du zum Brückenbauer werden kannst? Wo sind Menschen, die deine Hilfe brauchen? Wo sind Menschen, die überwältigt sind, wenn auf einmal jemand sagt, du,
kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Wie kann ich dich unterstützen? Da ist vielleicht auch der Arbeitskollege, der Eheprobleme hat und einfach jemanden braucht, dem er einfach mal was sagen kann. Das sind viele Dinge, die uns dazu befähigen. Die Frage ist, das fragt sich jeder, wenn er was tun muss, was haben wir davon? Das ist so. Und ich möchte da einen Vers zu lesen aus Römer. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Wir sind Beschenkte von Gott. Gott hat uns so reich beschenkt. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Er hat uns Frieden geschenkt. Er hat uns Liebe geschenkt. Er hat uns so sehr geliebt. Und darüber hinaus hat er uns noch eine Ewigkeit bei ihm versprochen. Ich glaube, das haben wir davon. Ich möchte euch einfach ermutigen mit einem Bild, wo ihr vielleicht mal ein paar Minuten drüber nachdenken könnt. Kommt euch vielleicht bekannt vor.